Hallo zusammen, hier ist wieder heute Land, heute bin ich wieder für euch in The Wolfin unterwegs und wollte ich euch heute so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um ein paar mehr Erfolge und zwar insgesamt um 20 Stück. Die bauen alle so ein wenig aufeinander auf und ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze mal an. Wir befinden uns einmal unter Berufe und dann Angeln und hier haben wir das Achievement 10 Stück Algari Sucherfaden und was wir uns auch noch anschauen wollen ist 10 Stück Algari Angelfaden. Für dieses Achievement müssen wir folgendes machen, sammelt und verwendet 10 Stück Algari Sucherfaden oder Algari Angelfaden, um die Macht eurer Weberschnur der Algari dauerhaft zu erhöhen. Also beim oberen brauchen wir halt 10 Algari Sucherfäden und beim anderen 10 Algari Angelfäden. Das Ganze ist auch so, dass das gestaffelte Achievements sind. Ich habe hier die Fäden schon einmal im Inventar liegen und ihr seht im All of Things unten sind da noch ein paar mehr Folge aufgedröselt. Und dort haben wir quasi 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 und 100. Also insgesamt 10 für jeden Faden. Insgesamt müssen wir also 100 von den Algari-Sucherfäden und 100 von den Algari-Angelfäden besorgen. Bevor wir die aber dann anwenden können, brauchen wir erstmal noch ein paar Items und dementsprechend bin ich einmal hier in Donegal und zwar auf den Koordinaten 57, 56 und da solltet ihr euch zwei Items holen. Das erste Item, was ich empfehle, ist, wenn ihr hier auf Berufsausrüstung geht und dann angeln, dann hier Aquirit Angelfreund, so rum heißt das Ding. Und ja, das kann ein Ingenieur bauen, ihr könnt einfach einen Arbeitsauftrag erstellen. Die Mattkosten sind etwa um die 3000 Gold, wenn ihr euch eine niedrige Qualität holt. Ihr könnt natürlich auch Rang 3 Mats holen. Das hat mich, glaube ich, so 16.000 Gold gekostet. Ihr braucht aber Händchen für Kunsthandwerker. Das ist eine seriengebundene Berufsmaterialie. Ihr müsst dieses Teil nicht unbedingt bauen. Ich glaube, ihr könnt es auf irgendeine alte Angel drauf machen. Ich würde aber empfehlen, wenn ihr diese ganzen Fäden holt, glaube ich, euch das beste Teil zu bauen. Dass ihr es halt da nicht austauschen müsst. Ich bin mir nicht sicher, was da mit den Fäden passiert und so. Ihr könnt natürlich auch einfach eine niedrigere nehmen. Und zwar Bismut Angelfreund. Den könnt ihr euch, glaube ich, auch mal Haar kaufen hier für 600 Gold. Das ist die Alternative. Ich habe mir den guten quasi hier einmal über meinen Twink craften lassen. Und auch gleich auf der guten Qualität. Genau. Und das zweite, also das hier ist, wie gesagt, eins von den beiden. Am besten halt das Gute, wenn ihr schon euch den Aufwand macht. Weil ihr müsst viel farmen. Das sage ich euch jetzt gleich schon mal. Und das zweite, was wir holen müssen, ist der Faden. Und den brauchen wir auf jeden Fall. Algari, genau, da, Weberschnur der Algari, die brauchen wir und zwar, diese Weberschnur der Algari muss auf einen Angel-Item drauf und erst wenn ihr diese Schnur drauf habt, könnt ihr auch diese Fäden benutzen. Und dann habe ich mir die schon einmal gebastelt, also wir haben hier einmal den Angelfreund, den habe ich mir mit meinem Twink gebastelt, auf der besten Qualität, aber wie gesagt, das ist halt an euch überlassen. Und diese Angelschnur, die habe ich mir mit dem Twink hergestellt. Und zwar kostet die auch diese Händchen, ne? Also jetzt suchen wir es nochmal kurz. Weberschnur. Da haben wir es. Die kostet auch 100. Wichtig, ihr könnt einfach einen neuen Twink erstellen, in das Gebäude hier reingehen und diese erste Quest machen, wo ihr einfach hier eine Quest annehmt. Hier quasi wieder abgebt, kriegt ja auch einige Ressourcen, das ist ganz praktisch. Und dann gibt es auch noch ein paar Händchen von Kunsthandwerker quasi for free. Und mit dem Char könnt ihr dann einen Arbeitsauftrag machen, denn dieses Item ist Kriegsmolden gebunden und das könnt ihr dann auf jeden anderen Twink rüberschicken. Also das kann ich schon mal empfehlen. So, jetzt können wir quasi hier unten bei Berufe reingehen und einmal auf Angeln klicken. Ich habe hier immer noch die Angel aus Dings der Bums da drin. Hier aus Legion ist es, glaube ich, die Artefaktangel. Dann können wir das jetzt mal austauschen. So, haben wir das hier. Jetzt haben wir auch eine Angelausrüstung an, oder? Ne, steht da oben nur der Buff. Und jetzt können wir dieses Ding nehmen und hier quasi drauf anwenden. Seht ihr, das ist nämlich instant. Und jetzt haben wir hier die Weberschnur der Algari drauf. Und das Item ändert sich dann quasi automatisch. Und wir können es nochmal auch rausnehmen. Also, da haben wir es. Und ja, jetzt können wir quasi diese Dinger hier nehmen und anwenden. Ja, die können wir einfach anklicken, die werden dann automatisch hier mit drauf angewendet. Und wenn wir das dann 10-mal machen, dann müssten wir das erste Achievement kriegen. Da haben wir es. Da ist das erste von den Erfolgen. Das wird jetzt, soweit ich das hier sehe, nirgends an... Ach doch, hier. 10 Angeln von Kas Algar. Okay. Also das eine bringt nämlich plus Angelfertigkeit und das andere bringt Wahrnehmung. Ne? Also... Seht ihr? Also wir sehen doch oben,
was wir quasi an Bonus haben. Also hier seht ihr das, haben wir plus 10 Angeln quasi drauf auf dem Ding. Genau, und jetzt ist quasi der das Ziel, einfach von beiden 100 zu sammeln. Und wie das geht, will ich euch jetzt dann gleich mal zeigen. So, als nächstes sind wir jetzt in Hallsturz. Und dort sind wir einmal auf den Koordinaten 44, 61 und dort gibt es eine Quest, Angelfest von Hallsturz. Diese Quest gibt es immer nur am Samstag, also von 0 bis 24 Uhr an dem Tag. Ne? Ihr könnt quasi um 0 Uhr 1 hier anfangen und bis 24 Uhr theoretisch die Quest annehmen. Diese Quest wurde jetzt einige Male von Blizzard quasi geändert, gefixt. Da waren einige Probleme. Sie haben auch die Belohnungen x-mal geändert und Grundvoraussetzungen. Denn mittlerweile zu dem aktuellen Stand, wo ich das Video aufnehme, und ich vermute, sie ändern es jetzt nicht noch ein viertes Mal, ist es so, dass ihr die Quest mit jedem Char auf eurem Account an dem Samstag machen könnt. Ne? Also jeden Samstag könnt ihr es mit dem gleichen Char dann wieder machen. Und ihr könnt es aber, wenn ihr 100 Chars auf eurem Battle.net-Account habt, mit jedem von den 100 Chars an dem Samstag durchziehen. So habe ich unter anderem jetzt auch einiges gefarmt. Und ja, was macht die Quest? Die Quest bringt uns Folgendes. Ihr kriegt eins von diesen drei Belohnungen plus diese Marken noch. Und die gucken wir uns jetzt mal an. Wir haben eine Belohnung durch Nestes Tagebuch. Bei denen ist es so, da kriegt ihr einfach 10 Angelfertigkeiten. Würde ich nicht nehmen. Das zweite, was wir haben, ist Algaris Sucherfaden. Den brauchen wir. Oder wir haben noch einen Algari Angelfaden. Also wenn ihr die Quest abschließt, kriegt ihr, wenn dann zwei von dem einen oder zwei von dem anderen Fäden. Zusätzlich kriegen wir noch einmal Angelfestabzeichen von Merrill da. Die wären auch noch interessant, die können wir auch noch brauchen. Wir nehmen die jetzt mal kurz an. Ich zeige euch jetzt mal, was die Marken bringen. Also diese Marken könnt ihr benutzen, um einen Haufen Timok-Items zu kriegen. Die habe ich mir schon alle geholt. Ihr kriegt auch hier verschiedenste Rezepte könnt ihr euch holen, ihr könnt aber auch, was wir vorher schon gesehen haben, dieses durchnässte Tagebucheintrag holen mit Angelfertigkeit. Ja, die sind auch Kriegsmeuten gebunden, die könnt ihr auf Twink schicken. Wir wollen aber, wenn wir diese Quest abschließen, nochmal einen Faden holen. Und zwar kriegen wir nochmal 10 Marken und können dementsprechend noch einen Faden kaufen. Heißt, jedes Mal, wenn ihr diese Quest abschließt, kriegt ihr zwei Fäden von der Quest und könnt euch einen Faden noch kaufen. Also habt ihr durch jeden Abschluss drei Faden. Wie läuft das jetzt? Was wir so durch die Quest machen. Wenn wir diese Quest annehmen, kriegen wir einen Buff, der eine Stunde hält. Und dann müssen wir drei verschiedene Fische angeln. Das ist jede Woche, sind es andere. Und ihr könnt diese ganzen Fische angeln, ohne jetzt irgendwelche besonderen Voraussetzungen. Ich habe schon ein Video dazu gemacht, welche Fische, wo es her gibt quasi. Da gibt es nämlich auch eine Achievement, wo man einen Mount kriegt, ne? Im Prinzip ist es aber so, ihr könnt diese Fische auch angeln, wenn ihr keine Angelfertigkeit habt. Ich habe jetzt vorhin ja gesagt, du kriegst im Endeffekt die ganzen Marken auch über Twinks. Und ich habe die Quest x-mal mit meinen Twinks erledigt, die null Angelskill hatten. Also man muss zwar natürlich hier das Angeln von Dings annehmen, von Kasalgar, ne? Aber ihr könnt auch mit null Angelskill diese Quest machen. Und wenn ihr diese drei Fische quasi rausgeangelt habt während der Stunde, dann könnt ihr die Quest abgeben. Mehr ist es eigentlich nicht. Ja? Ihr müsst teilweise natürlich die Gebiete switchen und ihr müsst auch immer in Schwärmen angeln. Das ist ganz wichtig. Ich habe euch jetzt mal noch eine Übersicht rausgesucht, wo ihr sehen könnt, welcher Fisch quasi aus welchem Pool rauskommt. Die habe ich auch schon mal genauer durchgesprochen in meinem anderen Video, wo es ums Mount geht. Ne? Und ja, die meisten Fische bekommt ihr einfach aus bestimmten Poolen raus. Also das sind quasi diese Schwärme, wo ihr einfach reinangeln könnt. Es gibt ein paar Fische, wo ihr was Besonderes machen müsst. Zum Beispiel erweckt der Quastenflosser, da müsst ihr halt einen anderen Fisch vorher benutzen und das geht halt nur in Ashkehet zum Beispiel. Ne? Oder hier haben wir Königin Köderfisch und dafür müssen wir halt majestätischer Zwergbarsch vorher benutzen an dem Pool, ne? Um den quasi zu kriegen. Oder was haben wir hier? Blutroter Dornhai. Da muss man den Blutbarsch vorher benutzen, um 10 Stacks zu kriegen und dann kriegt man halt diesen blutigen Köder und kann den halt rausangeln. Aber fast alle anderen Fische muss man einfach nur in bestimmten Poolen reinangeln. Ich kann euch das mal posten, je nachdem, was für eine Quest ihr habt, braucht ihr dann quasi unterschiedliche Fische und die müsst ihr halt dann angeln, solange ihr den Buff habt. Also ihr habt eine Stunde Zeit. Ich kann es euch aus Erfahrung sagen, manchmal
angelt man 3-4 Pule und hat das innerhalb von 3-4 Minuten die Quest fertig. Manchmal ist man eine Viertelstunde, 20 Minuten unterwegs, bis man halt den richtigen Pool findet, bis der richtige Fisch rausprockt, ne, dass man das Zeug kriegt. Und unterm Strich läuft es halt dann so, ihr geht hier am Samstag mit dem ersten Char hin, macht eure Quest, gebt die ab, holt euch die Fäden, schickt die auf euer Main-Char, wo ihr das macht. Lockt auf den nächsten Twink, also ich kann euch sagen, mit Level 70er Twinks klappt das auch, ihr müsst nicht Stufe 80 sein dafür und dann geht er halt einen Char nach dem anderen durch, ja, mehr ist es nicht. Bei dem Händler habt ihr gesehen, die erste Option, was ihr euch gegen Gold kaufen könnt, könnt ihr diese Fischsuche anmachen, falls ihr jetzt mit dem Angeln gar nichts zu tun habt, dann seht ihr die Fische quasi auch auf der Map, ne? Also wenn die als so kleine Fischsymbole angezeigt, einschalten müsst ihr das natürlich auch, sonst seht ihr es nicht. Genau. Und das ist jetzt eigentlich die Hauptquelle, also immer samstags mit allen Chars, die ihr habt, diese Quest durchballern, das ist eigentlich so die beste Quelle, wo ihr das Zeug kriegt. Es gibt noch eine Alternative, wo ihr die Dinger bekommen könnt, denn ihr könnt auch diese Fische angeln. Und wie funktioniert das? Es gibt bestimmte Schwärme, wo diese Fäden auch direkt rausdroppen. Ja? Ich gucke jetzt mal gerade, ob ich noch einen finde. Die sind eigentlich hier so an der Küste im Hallsturz. Findet man die halbwegs häufig, man kriegt die aber auch in allen möglichen Zonen. Und zwar sind es Schwärme, wo Kisten drin schwimmen. Ne? Ich kann euch jetzt leider nicht genau sagen, wie die heißen, weil ich mir das nicht gemerkt habe, aber das seht ihr relativ gut. Alle anderen Schwärme sind quasi nur so Fische drin, ne? Und das ist so ein Schwarm, wo so Kisten und ein Haufen Gerümpel quasi mit drin schwimmt. Und in diesen Schwärmen könnt ihr diese Fäden auch quasi rausangeln. Da kriegt ihr auch andere Sachen, wie zum Beispiel dieses Item mit dem Angelskill kann da auch drin sein. Und auch einige von den T-Mox-Sachen. Dementsprechend würde ich euch empfehlen, eure Marken nicht am Anfang alle für die T-Mox-Sachen rauszuhauen, weil einige könnt ihr auch quasi rausangeln. Genau, das war es dann eigentlich soweit, wie ihr die Dinger kriegen könnt, wenn dann direkt angeln oder halt über die Quest bzw. dann die Marken, wo ihr das dann kaufen könnt. Und ja, jetzt würde ich sagen, gehen wir zurück zum Händler und dann tauschen wir mal ein bisschen was oben von dem Zeug. So, noch eine kleine Randinformation. Diese ganzen Fische, ne, die ihr hier rausangeln könnt, die auch fürs Mount sind, während ihr den Buff drauf habt und pro Woche das erste Mal mit dem Char den jeweiligen Fisch geangelt habt, kriegt ihr auch für jeden Fisch eine Marke. Und ich glaube, das sind 20, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Genau, also theoretisch, wenn ihr mit dem Buff hier mit einem Char einen Fisch rausangelt, kriegt ihr immer auch eine von den Angelmarken. Also wenn ihr 10 Fische angelt, könnt ihr euch auch wieder einen Faden holen. Ich sag's euch aber ehrlich, das Schnellste, was ihr macht, ist einfach die Quest abschließen, dann kriegt ihr nämlich komplette 3 Faden und dann lockt ihr auf den nächsten Char. Das lohnt sich nur, wenn ihr nicht viele Chars habt oder ihr auch nicht länger warten wollt, ne? Dass ihr wirklich jeden Fisch mit jedem Char rausangelt. Ich hab's nicht gemacht, einfach weiter locken immer und die direkt holen. Und aus diesen aus diesen Schwärmen mit dem Gerümpel können auch die Angelmarken drin sein. Das auch noch an dem, was ich euch erzählen wollte. Gut, jetzt kaufen wir uns mal die Fäden. Jetzt schauen wir mal. Jetzt kaufen wir uns mal 65 hier. Also ihr seht, ich habe relativ viele Marken. Ne? Ich hatte über 1000. Die habe ich mir halt über die Quest zusammengeholt. Und auch von den anderen. Dann nochmal 65. Ich habe jetzt noch ein bisschen was über. Da können wir uns dann auch gucken, was wir uns da noch holen können. Und ja, die müssen wir jetzt einfach einsetzen. So wie das aussieht, haben die auch keinen Cooldown. Die kann man hier durchspammen. Das ist ganz nice. Und ja, im Endeffekt brocken dann einfach die Achievements hier hoch, ne? Ich habe mir jetzt auch mal einen mehr geholt, als man quasi braucht für die Erfolge. Mal gucken, ob man mehr drauf machen kann, weil die erhöhen ja auch tatsächlich den Angelskill und auch die Wahrnehmung. Und so mit der Wahrnehmung, ich bin mir jetzt nicht ehrlich gesagt hundertprozentig sicher, was das bringt. Mir wurde mal gesagt, man kann da irgendwie mehr Fische aus den Poolen rausholen, aber naja, ich bin jetzt auch nicht so tief in dem Angeln drin tatsächlich, damit kann man bestimmt auch Gold machen, vor allem wenn man dann die Fäden mit drauf hat, dann kriegt man bestimmt insgesamt mehr noch mit raus, aber ja, ich bin jetzt da nicht so drin, was Goldmaking und Angeln angeht. Vielleicht ist der ein oder andere ja da ein bisschen bewanderter und kann uns da vielleicht den einen oder anderen Tipp in den Kommentaren geben. Gut, jetzt haben wir gleich die ganzen Erfolge hier durchgespammt. Tut schon ein bisschen die Hand weh. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich den einen Faden, den ich jetzt nur extra habe, oder wo ist denn das Angelding jetzt? Hier, ob ich den auch noch einsetzen kann. Ja, man kann anscheinend sogar noch mehr einsetzen. Wie das aussieht. Okay, jetzt machen wir nochmal unseren Angelbüchlein auf. Da haben wir es. Und, ja, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt den Angelteil gar nicht mehr. Vielleicht muss ich wieder. Ah, jetzt ist es wieder drauf.
Nee, seht ihr, ich habe jetzt 101 Fäden rein. Also 100 ist das Maximum. Ach so, das steht auch dran, bis zum Maximum von 100. Also mehr geht eh nicht. Also wenn ihr mehr Fäden habt, dann sind die quasi für die Katz. Gut, ja, das war es eigentlich soweit mit dem kleinen Achievement Guide. Jetzt können wir noch gucken, was wir machen können, wenn ihr jetzt zu viele Marken geholt habt. Wie gesagt, ihr könnt euch die ganzen kosmetischen Timok-Sachen holen. Und es gibt auch noch Rezepte. Seht ihr das hier? Die sind teilweise, ja, 10 bis 20k, würde ich jetzt sagen, wenn man jetzt unten auf die Preiswerte gucken wird. Die kosten immer 10 Marken. Also theoretisch könnt ihr mit jedem Twink hier einmal die Quest machen und euch auch immer so ein Rezept kaufen und das in Sahar stellen, ne? Eventuell kauft der ein oder andere das. Ich denke jetzt mal mit Laufe des Add-ons, ne, wenn immer mehr Leute auch die Sachen haben und wenn die Preise ein bisschen runtergehen. Aber so sieht es doch gar nicht schlecht aus, seht ihr? Das war jetzt hier 40k. Haben wir noch 20 für die beiden. Dann nochmal knappe 30. Also da, ja, kann man auch theoretisch ein bisschen Gold mitmachen. Die Angelquest dauert ja auch nicht arg lang. Juti, dann sind wir durch mit dem kleinen Achievement Guide. Hab mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dahin. Ciao.